So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir müssen reden, beziehungsweise ich brauche Rat. Und zwar brauche ich Rat hinsichtlich der Tatsache, dass ich jetzt seit 2 Jahren oder was mal wieder zur Kenntnis genommen habe, was eigentlich meine Kanalstatistiken so sind. Und ein böser Gnom, nein, ist natürlich kein Gnom, aber ein böser Mensch hat mich darauf hingewiesen. Ich kann doch mal spaßeshalber mal bei Social Blade reinschauen, mich selber da mal nachgucken. Ja? Ich habe ja zu meinem Kanal sämtliche Daten. Die stellt mir YouTube auch zur Verfügung. Da steht bei Social Blade wenig, was auf YouTube nicht steht. Abgesehen davon, und das wusste ich nicht, dass das da steht, und deswegen habe ich mir das nicht groß angeguckt, weil ich dachte, wozu denn? Weiß ich doch selber. Und was andere Kanäle machen, ist mir scheißegal. Dementsprechend, beziehungsweise ich gucke sie an, aber ich brauche deren Statistik nicht kennen, das interessiert mich nicht. Deswegen wusste ich nicht, dass A, da ein Ausblick für die Zukunft steht, der dir prognostiziert, wie schnell dein Kanal oder wie langsam dein Kanal wachsen wird. Das ist mir auch wirklich völlig wurscht, aber es steht da zumindest. Das tut die normale YouTube-Statistik dir nicht angeben. Und zweitens steht da Estimated Earnings. Ne? Also geschätzte Kanaleinnahmen. So, und die stehen da auch dann, wenn dein Kanal ja keine Einnahmen generiert. Weil die das trotzdem schätzen. Wenn er Einnahmen generieren würde, dann wären die irgendwo bei. So. Und nachdem ich das jetzt gesehen habe, lässt mich das ehrlich gesagt habe ich jetzt so ein Teufelchen hier auf der Schulter hocken, das mir da ins Ohr flüstert, dass ich diese Zahl doch nicht völlig einfach weiter ignorieren kann. Und auf der anderen Seite habe ich ein Engelchen sitzen, das mir den Hut tätschelt dafür, dass ich gefühlt der einzige Trottel, in Anführungszeichen, ja, irgendwo ist es schon blöd. Andererseits bin ich auch irgendwo stolz drauf. Ich finde ums Verrecken keinen anderen Kanal mit 30.000 plus Abonnenten, der nicht monetarisiert ist. Oder bei Funk unter Vertrag. Die beiden Optionen gibt's eigentlich. Entweder der ist monetarisiert und hat halt ein bisschen Werbung oder wenigstens Amazon Affiliate-Links, zu denen kommen wir noch. Das gibt einem zu denken. Und das wie gesagt, das ist so wirklich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bin ich darauf richtig stolz und fühle mich ethisch-moralisch überlegen. Aber ethisch-moralische Überlegenheit macht halt nicht satt. Und ja, letztendlich ist es das. Ja, also das Geld, was da Social Blade mir theoretisch verspricht, was ich nicht habe, wäre schon ein Thema. Ne? Was steht denn da? Da steht irgendwas von ein bisschen über 60 Euro, 50 Euro, irgendwie sowas als Minimum, ne? Bis zu 1.100 Euro, meine ich. Irgend sowas um den Dreh würde da stehen. So 1.100 Euro halte ich für völlig unrealistisch, keine Ahnung, wo die herkommen sollen. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und mal ein paar Videos angeguckt, also alle, die ich finden konnte, auch in Englisch, die von Leuten, die eben sagen, was sie denn mit YouTube verdienen und das mit ihrem Social Blade Daten vergleichen. Das waren so insgesamt, glaube ich, 8 Videos, die ich da gefunden habe. Also das ist kein repräsentativer Schnitt und das ist nicht wirklich richtig, richtig krass statistisch belastbar, aber im Durchschnitt kommen die meisten Leute, also es gab 2 Ausreißer, einmal jemand, der viel mehr verdient hat, da hieß es bis Maximum 700 irgendwas Dollar und sie hatte 1.100. Und es gab eine Person, die sollte haben, es war 22, bis ein bisschen über 100 und sie war bei 37, so rum, ungefähr. Ne? Also die war bei ein bisschen, bei 15% vom Maximalwert, ich habe das dann mal ausgerechnet, wo siegen die Leute jeweils im Vergleich zum Maximalwert in Social Blade angibt. Ja, und das geht eben von 15% des Maximalwerts bis zu circa 130% des Maximalwerts, aber die meisten Leute, bei denen die halt Angaben dazu gemacht haben, die ich recherchieren konnte, lagen so irgendwo im Bereich zwischen 30% und 60% vom Maximalwert. Und das gibt mir dahingehend zu denken, weil mein erster Gedanke war, okay, ja gut, die Zahlen, die können ja nicht stimmen. Bestenfalls ist es ohnehin der aller unterste Wert. So, da aber jetzt niemand, den ich gefunden habe, wirklich dem alleruntersten Wert allzu nahe kommt, gibt einem das zu denken. Ja? Und in meinem Fall wäre also konkret von, jetzt muss man es noch umrechnen, die Angaben sind glaube ich in Dollar, wenn ich das richtig im Kopf habe,
dann reden wir mal von 200 Euro oder was. Als realistisches Minimum, was ich theoretisch dann mit YouTube-Werbung einnehmen könnte. Andererseits, von was für einer Art von YouTube-Werbung reden wir eigentlich? Wir reden von allerhöchstens, mehr kann ich auf keinen Fall, nein, das werde ich niemals, werde ich das mit meinem Gewissen vereinbaren können, als einen kleinen Clip am Anfang, einen kleinen Clip am Ende. Und wenn das Video halt dazwischen 80 Minuten lang ist, dann ist halt trotzdem nur ein Clip am Anfang und ein Clip am Ende. Ich hasse das, wenn ich rausgerissen werde von Werbung aus gerade einem längeren Video, wo ich gerade so schön am Gucken bin und es mir gerade gut gefällt und dann kommt Werbung. Und das hasse ich. Und das würde ich niemals bei mir einbauen. Ja, also was ich selber nicht ausstehen kann, tue ich auch niemandem anderen an. Das sehe ich hinten und vorne nicht ein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wirklich mir von vielen, vielen Leuten völlig zu Recht sehr, sehr übel genommen werden würde. Da kommt überhaupt nicht in Frage. Da denkt man nicht mal einen Ansatz drüber nach. So. Ja, worüber wir aber eben nachdenken ist, also auch Evelyn hat da jetzt darauf hingewiesen, dass das doch ein Thema ist, mit dem ich mich mal geistig und emotional, logisch, analytisch und vor allen Dingen emotional auseinandersetzen muss, weil das wäre halt schon wirklich Geld. Nur mal angenommen, ich sage, ich nutze die YouTube-Einnahmen. Ich packe mir die irgendwie, schreibe mir immer schön auf, was das ist. Das kriege ich sowieso in der Statistik immer schön angegeben. Und pack mir die quasi zur Seite und nutze die dann für Ausflüge und Reisen und mache dazu dann jeweils auch noch wieder YouTube-Videos. Beispiel, ich würde schon relativ lange mal gerne nach Rügen fahren und mir die Kreidefelsen angucken auf Rügen. Und die entsprechenden Wälder drüber, die sind nämlich toll, sofern es da gerade noch welche gibt. Momentan gar nicht so sicher bei der aktuellen Dürresituation. Ja, ein bisschen was ist da auf jeden Fall noch da. Und wenn nicht, dann wäre es umso interessanter, warum das jetzt weg ist. Ja. Das wäre schon sehr spannend, ja. Und das ist bei, so viel darf ich, glaube ich, offiziell über Geld reden. Bei meiner aktuellen Einkommenssituation kann ich, meine ich, eben durchs ganze Land fahren, muss dann da auch noch irgendwo hochoffiziell übernachten und kann mich nicht in den Wald hauen, weil die komplette Insel gefühlt Nationalpark ist. Und das wäre dann schon in so einer Tourismusregion jetzt sicherlich auch nicht die aller günstigste Unterkunft. Ja, und dann sind das insgesamt schon Kosten, da muss man überlegen, ob man die ausgeben möchte. So, und mit den 200 Euro mehr im Monat, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn man das so überlegt, dass man dann pro Monat eine Reise, egal wohin in Deutschland, machen könnte und da dann sogar noch zweimal wahrscheinlich irgendwie, oder zumindest einmal noch offiziell übernachten, also wirklich in einem Etablissement. Ich will ja nicht in ein tolles Hotel oder sowas, aber so ein kleines, wie heißen denn die? Pension, sowas in den Dreh. Ja, das wäre hin und wieder schon mal ein Thema, gerade wenn ich dann mal eine Woche weg bin oder was. Es ist ja keine reine Wildnistour. Man möchte dann schon mal zwischendrin irgendwann gerne duschen. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Ne? Bei einer Wildnistour, dann geht das nicht, dann springst du halt mal irgendwann in den See und dann weißt du, warum du das nur einmal pro Tour machst. versuchst dann zwischendrin nochmal deine Klamotten, was weiß ich wo, zu waschen. Das hilft auch mehr schlecht als recht. Aber da weiß man ja, man ist jetzt zwei bis drei Wochen Wildnis. Ja? Das ist was anderes. Aber ja, so in Deutschland, wo du dann auch immer wieder unter Menschen bist, wo du dich dann auch mit Leuten vor Ort dann hin und wieder mal triffst, was ich ja durchaus dann tue, wenn ich solche Sachen mache. Und für sowas, das ist schon eine Überlegung, wo ich dann echt sage, wenn ich da 200 Euro im Monat für zur Verfügung hätte, das wäre absolut großartig. Ja, da könnte ich da so viel machen und müsste da überhaupt nicht drüber nachdenken und müsste mir dann auch, es wäre auch einfach weniger Stress für mich und weniger, in Anführungszeichen, Aufwand, weil ich dann auch einfach losfahren kann und sagen, ja gut, ich gehe halt essen. Dann mal für die zwei Tage oder die drei Tage, wo das relevant ist. Und nicht, okay, ich mache jetzt das, muss ich noch einpacken, hier den Proviant, welchen Kocher nehme ich denn mit, wo kann ich denn eigentlich kochen? Nehme ich noch ein bisschen Essen mit, das man ohne Kochen kann, kochen essen kann, weil ich dann nicht kochen kann und so weiter. Das funktioniert auch alles wunderbar. Ja, das geht schon. Aber, es wäre wirklich, 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 wirklich schon praktisch und einfach sehr luxuriös, wenn ich jetzt sagen würde, ich nutze halt die YouTube-Money dann tatsächlich eben auch für YouTube-Projekte.
Ich gehe da ja nicht nur zum Filmen hin, auch erstens aus eigenem Interesse. Zweitens wahrscheinlich dann auch, weil ich da noch irgendwelche, hoffentlich vielleicht noch irgendwelche Leute habe, mit denen man da mal ein bisschen den Wald angucken könnte. Vielleicht für irgendwelche Zusammenarbeiten eben in Zukunft in den jeweiligen Wäldern. So ein Kram, das spielt schon auch alles so ein bisschen eine Rolle, aber ich könnte wirklich überall hinfahren. Oder nehmen wir mal an, ich mache mal 2-3 Monate keine solche Tour, dann habe ich nach 3 Monaten 600 Euro. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein kompletter Norwegen-Schweden oder sonst was Urlaub von 2 Wochen. Und wenn ich das ganze Jahr nichts mache, dann hätte ich 2400 Euro. Das ist zweimal Grönland. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Aber das sind schon wirklich Summen. Puh. Da denkt man ernsthaft drüber nach. Also ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar für euch ist. Wenn es nicht nachvollziehbar ist, ja, dann sagt mir das auch bitte gerne. Und deswegen möchte ich das ja gern besprechen, weil ich tue mich unglaublich schwer bei der Einordnung, was ich jetzt mit dieser Information da anfangen soll. Ob ich da jetzt weiter stark bleiben soll, in Anführungszeichen, weiter mich in meiner moralischen Anti-Werbeverweigerer-Herrlichkeit, weiß ich nicht, sonnen soll, oder bin ich doof? Ich weiß es einfach nicht. Ich tue mich da gerade ganz außerordentlich schwer. So, ja, nochmal, wir reden also höchstens von eben besagter einer Werbung am Beginn eines Videos und einer Werbung am Ende von einem Video. Und da das relativ wenig Werbung für viel Video ist, ist halt die Frage, was dabei rumkommt. Ja, ich habe ja keinen Plan. Diese 200 Euro ist ja bloß eine blöde Schätzung. Wenn das jetzt im Endeffekt dann doch nur die 57 Euro sind, also dieser Mindestwert, den Social Blade da ausspuckt bei mir, wenn ich quasi nur eine einzige Werbung pro Video mache oder was. Ich weiß nicht, wie sonst dieser Mindestwert zustande kommt. Ganz ehrlich, für das Geld würde ich die Werbung dann wieder sein lassen. Deswegen würde mich mal interessieren, was ihr denn davon halten würdet oder ob das schon ganz, ganz schlimm wäre, wenn ich jetzt einfach sage, ich mache mal eine Testphase. Das heißt, ich mache jetzt mal ein paar Monate einfach mal zum Gucken, dass man da auch einen Vergleich hat, verschiedene Monate, 3, 4, weiß ich nicht, bis zum Weihnachtsgeschäft, das soll man ja angeblich auch so viel einnehmen. Ja, bis zum Weihnachtsgeschäft wäre schon gut. So lange mache ich mal Werbung und dann gucke ich, was bei rauskommt und dann sage ich euch selbstverständlich auch, was bei rausgekommen ist und dann können wir sehen, das lohnt sich nicht, das kannst du sein lassen oder mit der Kohle kannst du was weiß ich was Krasses machen, wovon ihr dann wie gesagt auch was haben sollt. Also das wäre die Grundvoraussetzung. Wenn ich schon YouTube Money annehme, die berühmte YouTube Money, dann soll das auch schon wirklich welche sein, die einen gewissen Rückfluss für euch dann darstellt. Das ist jetzt erstmal so quasi das, was im Raum steht. Ja? Wir kommen dann später noch zur Umfrage. Ich habe da eine Umfrage vorbereitet. Eine von meinen legendären Doodle-Umfragen aus Studienzeiten. Da hatte ich war ja in der studentischen Vertretung relativ aktiv und habe dann irgendwie immer mal wieder, wenn irgendwie was anstand, in den Semesterferien, und wir was in den Semesterferien möglichst demokratisch beschließen wollten, dann habe ich einen von meinen legendären und völlig undurchschaubaren Doodle-Umfragen erstellt. Und genau so eine habe ich jetzt für dieses Thema auch wieder gemacht. Link findet ihr in der Videobeschreibung, aber Näheres dazu kommt dann auch entsprechend noch. Die waren wirklich legendär und sehr undurchschaubar. Ich hoffe, es geht trotzdem einigermaßen. So, zweiter Punkt, zweiter Themenblock Werbung, Amazon Affiliate Links. Das ist auch so ein Thema, ja? Ich habe mal geguckt, da gibt es hochoffiziell für Amazon sogar für Deutschland genau selber gibt es eine entsprechende Tabelle, wie viel Prozent vom Warenwert derjenige kriegt, über dessen Affiliate-Link ein Produkt gekauft worden ist. Und das hängt davon ab, in welche Produktkategorie das jeweilige Produkt gehört. So, wer jetzt nicht genau weiß, was ein Amazon-Affiliate-Link ist, gesehen hat die garantiert jeder schon mal. Das sind eben die Links, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, die fast jeder andere in seiner Videobeschreibung drin hat, wo man dann zum Beispiel darauf hinweist, das ist meine Kamera, das ist mein Stativ, das ist mein Mikrofon, das ist mein Schlafsack, meine Zahnbürste, mein Perpetuum mobile, mein Didgeridoo, meine Geige, mein
meine Yacht und mein Kühlschrank von mir aus. Ja? Da gibt es ja teilweise so irre lange Listen, wo du dann auf irgendeinen Ausrüstungsgegenstand draufklicken kannst und dann kommst du da zu diesen Dingen und dann in dem Moment setzt Amazon ein Cookie bei dir irgendwo im Browser. Keine Ahnung, wie das technisch funktioniert, ja, aber jedenfalls ein Keks. Und dieser Keks führt dann dazu, dass du 24 Stunden lang bei demjenigen, bei dem du auf den Affiliate-Link geklickt hast, bist du 24 Stunden mit dem quasi gekoppelt. Und wann immer du jetzt innerhalb von diesen 24 Stunden auf Amazon irgendwas kaufst, Klopapier, dann kriegt derjenige, bei dem du das quasi jetzt zu verdanken hast, dass du auf Amazon gegangen bist, über den seinen Link, der quasi mit welcher Maßnahme auch immer dazu geführt hat, dass du auf Amazon geklickt hast und jetzt kaufst du da was, dann kriegst derjenige eben, dessen Link das war, Prozente. Und zwar zwischen 1, nämlich bei Fernsehern und Playstation und weiß ich nicht. Also Fernseher zumindest, mindestens mal Fernseher sind nur 1%, das ist das Minimum. Das geht dann hoch bis, glaube ich, 8 für Klamotten und so einen Scheiß. So, jetzt werde ich ganz bestimmt nicht auf Klamotten großartig verlinken, falls ich das überhaupt tue. Das muss man ja nochmal erschwerend dazu sagen. Aber für Outdoor-Krempel gibt es, glaube ich, 6% und auf Bücher 7%. So, Bücher habe ich eine gewisse Affinität zu. Outdoor-Krempel habe ich, andere Seite vom Regal, auch eine gewisse Affinität zu. Theoretisch. Nur mal jetzt so als Überlegung. Ja? Ganz, ganz unverbindlich und dafür will ich ja auch eure Meinung hören. Wäre es böse, wäre es schlimm, würde größtes Leid dadurch entstehen, wenn ich irgendwo ganz unten, wichtig, ganz unten, in meiner Videobeschreibung einen Amazon Affiliate Link auf scheißegal was habe. Es geht ja nur drum, das ist quasi so gedacht jetzt von mir, dass da einfach auf irgendein Produkt ein Link steht und ihr, angenommen, ihr wollt ohnehin irgendwas auf Amazon bestellen, da kann man sich jetzt streiten, ob es eine gute Idee ist, seinen Krempel auf Amazon zu bestellen, aber andererseits ist das halt so verflucht praktisch. Zum Beispiel, ich versuche gerne kleine Händler irgendwo und sonst wo zu unterstützen. Das Problem ist, ein kleiner Händler kommt bestenfalls näherungsweise an den Service von Amazon ran. An die Lieferzeiten, an die Bestellbedingungen und so weiter. Bestenfalls kommt er näherungsweise ran. Sie übertreffen ist heutzutage fast nicht mehr möglich. So, und deswegen ist das wirklich ein Problem geworden. Und die haben einfach ein derart krasses Monopol, was man eigentlich nicht unterstützen sollte. Sollte man eigentlich wirklich nicht. Andererseits ist es fast unmöglich, ohne Social Justice Warrior zu sein, an Amazon so richtig 100% dran vorbeizukommen. Und das nächste, was da noch dazu kommt, jetzt ethisch-moralisch, bei mir jetzt persönlich, ich fühle mich, wenn ich jetzt ethisch-moralisch irgendwas richtig machen soll, eher der Natur verpflichtet als der Rettung von kleinen Unternehmen. Ich meine, kleine Unternehmen sind wichtig und kleine Unternehmen sind besser als große Unternehmen, jetzt mal so grob, rein ethisch gesprochen. Aber mein persönliches drängendes Bedürfnis, kleine Einzelhändler zu unterstützen, ist nicht so sehr ausgeprägt, dass ich jetzt von vornherein sagen würde, mit dem bösen, alles an sich raffenden Industrie- und Handelsmogul Amazon, Industrie eigentlich weniger, egal, Handelsmogul, will ich so überhaupt nichts zu tun haben. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, ja? Dass die zum Beispiel relativ miserable Arbeitsbedingungen für ihre Angestellten haben und so weiter und so fort. Ja, da gibt es ganz viele Unternehmen, auf die das noch zutrifft. Kann ich da jetzt als kleiner Mensch was dran ändern, wenn ich nichts bei Amazon kaufe? So einen gewissen Teil sicherlich. Aber jetzt gibt es dieses blöde Argument von wegen, wenn nur ich da nichts kaufe, dann machen die trotzdem noch viele Milliarden an Gewinnen. Schwierig. Andererseits, wenn das jeder sagt, dann passiert da auch wieder gar nichts und dann wird sich da auch nichts verändern. Aber Arbeiter ausbeuten, da muss ich einfach auch ganz ehrlich sagen, ich meine, egal ist mir das nicht, aber da gibt es wichtigere Themen auf dem Planeten. Wald vor allen Dingen. Mhm. Schwierig, verdammt schwierig. So, aber nochmal zu der Frage. Angenommen, jemand will auf Amazon sowieso was bestellen, ja,
Und nur mal angenommen, dieser jemand ist begeisterter, hoffentlich, Zuschauer bei mir. Und erinnert sich kurz dran, insbesondere bevor er irgendwas Teures kauft. Das ist ja im Idealfall jetzt nur mal so rein spontan angenommen. Dass wenn er beim Ben bei beliebigem Video auf den blöden Amazon Affiliate Link klickt und dann zu Klopapier kommt, weiß ich nicht, keine Ahnung, muss ja nicht zwingend Klopapier sein, wahrscheinlich irgendwelche Baumbestimmungsbücher von mir aus, irgendwie sowas. Meinetwegen auch mal ein Schlafsack, ein Messer, Isomatte, keine Ahnung. Halt Ausrüstung, die ich kenne, die ich beurteilen kann, die es bei Amazon gibt. Dass ich da halt mal auf ein paar Sachen, die ich wirklich habe. So nach und nach. Ich habe jetzt keinen Bock, mir eine unglaublich lange Liste und das Video zu klatschen mit sämtlicher Ausrüstung, die es bei Amazon zu kaufen gibt, die ich mir mal angeguckt habe und die soll jetzt jeder kaufen. Das ist ja Quatsch, ne? Ich mache dann pro Video ein oder zwei Sachen und die tausche ich dann halt mal durch, irgendwie sowas. Dass das dann auch ein bisschen eine Überraschung ist, wo man hinkommt, wenn man auf den Link klickt. Hat er wirklich Klopapier verlinkt? Hat er Klopapier verlinkt? Ja, und aber in dem Moment sitzt halt eben dieser Cookie, diese 24-Stunden-Geschichte und ihr wollt sowieso was kaufen, was ganz anderes, weil ich gehe davon aus, dass ihr nicht so bescheuert seid, Klopapier auf Amazon zu kaufen. Oder ihr braucht auch gar kein Baumbestimmungsbuch, weil ihr schon eins habt oder sowas um den Dreh. Ja, und dann kriege ich halt einen Arsch voll Geld letztendlich. Weil 7%, jetzt beispielsweise bei Büchern, 7%, das ist ja irre, dieser Anteil. Das ist ja wirklich krass. Und Sonstiges sind immer noch 3%. Ich vermute, Klopapier wäre Sonstiges. Also wenn ihr wirklich Klopapier kauft. Und eben so ein Outdoor-Sport, ein Freizeitartikel, Gedönse, Krempel, Schlafsäcke, Isomatten, Zelte, so ein Zeug, das ist immer noch 6%. Das ist wirklich, wirklich, wirklich viel Geld. Angenommen, jemand kauft sich wirklich ein besseres Zelt auf Amazon. Weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt auf Amazon kaufen sollte. Geht sicherlich schon. Und gerade wenn man sich mal für Schlafsäcken beispielsweise umguckt, klar, gibt es im Outdoor-Fachhandel, gibt es aber auf Amazon häufig auch wirklich billiger. Da gibt es schon so Fälle, wo das wirklich am günstigsten ist. Jetzt kann man sagen, nö, ich unterstütze lieber den kleinen Händler vor Ort und zahle dann 10 Euro mehr plus Versandkosten, die ich auf Amazon nicht zahlen würde, weil ich Amazon Prime habe beispielsweise. Ja, habe ich übrigens auch. Ja, das muss jeder selber wissen. Und ich will da garantiert niemanden bequatschen. Und ich werde das dann auch nicht im Video erwähnen. Übrigens, klickt auf meinen Affiliate-Link oder irgendwie sowas, sondern der steht einfach da. Einfach völlig unverbindlich und nach einem Jahr, oder zumindest dann auch das würde ich jetzt erstmal testweise machen, testphasenmäßig, bis sagen wir mal Weihnachten. Und dann mache ich nochmal ein Video und dann sage ich, was dabei rausgekommen ist, ob das der Rede wert ist, ob das nicht der Rede wert ist. Wie sehr es euch gestört hat, würde mich dann interessieren, falls es euch gestört hat. Aber wie gesagt, so ein kleiner Link, der da hinten in der Videobeschreibung steht, den könnt ihr das komplette Video ignorieren, wenn ihr die Videobeschreibung eh nicht lest, was viele nicht tun. dann kann euch das scheißegal sein. Im Grunde. Ja? Denke ich. Aber vielleicht irre ich mich. Ja, und deswegen möchte ich das gern wissen, was ihr da dazu meint. Oder, das ist halt eben das andere Ding, da bin ich mir halt auch nicht ganz schlüssig, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, wenn ich da eben auch mitmache bei diesem ganzen Amazon-Supporting-Schiss-Track und die Leute quasi zumindest mal indirekt, auch wenn ich so wenig Werbung wie möglich dafür tun werde, aber indirekt schon auch irgendwie will, dass jemand was auf Amazon bestellt. Ist das böse? Ist das normal geworden in unserer heutigen Welt? Wenn das böse ist, wie böse ist denn das? Wie viel Böses darf man tun, ohne gleich ganz böse zu sein? Das sind halt einfach so Fragestellungen, mit denen ich nicht ganz klarkomme. Ne? So, ja, theoretisch, aber das möchte ich eigentlich auch nicht. Außer ihr sagt jetzt, das ist mir doch scheißegal, macht doch ruhig. Ganz viele von euch sagen das jetzt, aber eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich mache es auch nicht, wenn es ganz viele von euch sagen. Aber theoretisch wäre es natürlich auch möglich, quasi die, und das meine ich jetzt gar nicht böse und das ist jetzt auch kein Vorwurf oder sonst wie, aber nehmen wir mal ein Beispiel, das vielleicht der ein oder andere kennt, den Reini Rossmann machen. Das meine ich wirklich nicht böse, ja. Aber, das Marketingkonzept bei dem sein Kanal ist relativ klar. Erstens, er hat selber einen Shop und verkauft den Krempel, den er vorstellt. Teilweise. Manches auch nicht. Ja, okay, es ist absolut legitim, selbstverständlich kann man machen. So, zweitens hat er seine Kurse und er sagt ja immer selber, billige Eigenwerbung unter seinen entsprechenden Videos, dass das alles letztendlich dazu dient, dass die Leute auf seine Kurse aufmerksam werden, dann kann man seine Kurse bei ihm entsprechend buchen. So, auch das meiner Meinung nach vollkommen legitim. So, und dann
brauchst du das Zeug gar nicht in seinem Shop kaufen, sondern kannst es auch auf Amazon kaufen. So, und warum dürfte ihm das ziemlich egal sein? Weil er es auf seinem Shop nicht so viel teurer anbieten. Das unterstelle ich jetzt mal ganz frech, ganz frech unterstelle ich das jetzt einfach mal. Und wahrscheinlich habe ich auch gar nicht mal so ganz unrecht, weil das sind Marketingmechanismen, die sind so eindeutig. Da verrate ich wirklich kein Geheimnis. Der kriegt halt auch seine Prozente. Wenn du jetzt wissen willst, was das Messer, was er jetzt gerade neu hat und gerade in die Kamera hält, kostet, das verrät er dir nämlich nicht. Meistens, manchmal sagt das auch. Und du musst entsprechend erst auf Amazon gehen, was du praktischerweise natürlich über diesen Link tust. Und dann weißt du erst, was dieses Messer kostet. Sollte jetzt innerhalb von 24 Stunden dir einfallen, dass du noch Klopapier brauchst und du bestellst Klopapier bei Amazon, dann hat der Reini eben 3% von deinem Klopapier entsprechend verdient. Wenn es super flausch gewesen ist, sind das auch ein paar Cent. Und das wäre halt eben das Konzept, was dann theoretisch ich auch anwenden könnte, um eben, wenn ich dann mal Ausrüstungsgedönse vorstelle, das theoretisch bei Amazon zu kaufen ist, dann wirklich auch da gleich so einen Link drunter setzen zu können. Ne? Und dann hätte ich das gleiche Phänomen. Ob du jetzt den Schlafsack haben willst oder nicht, ist vollkommen Wurst. Wenn du wissen willst, was der kostet, klickst du auf den Link, boing, Cookie gesetzt. Und wenn du jetzt innerhalb von 24 Stunden eine neue Zahnbürste brauchst, habe ich 3% von den Kosten deiner Zahnbürste verdient. Und der Witz ist halt, das muss man vielleicht auch nochmal ganz eindeutig sagen, die Zahnbürste oder das Klopapier, bleiben wir beim Klopapier, ist nicht teurer, weil da ein Affiliate-Link dran ist. Das kostet dasselbe, ob du vorher auf dem Affiliate-Link warst und das jetzt kaufst oder nicht auf dem Affiliate-Link warst und das jetzt kaufst, kostet das Klopapier trotzdem 10 Euro. Ha? Ob ich jetzt von diesen 10 Euro dann 30 Cent bekomme oder Amazon die ganzen 10 Euro bekommt oder du vorher auf so einen lustigen Spendelink klickst, dass Amazon quasi das, was normalerweise der Influencer über dessen Link man da hingekommen ist, verdient, spendet Amazon stattdessen an eine Handvoll Kinder oder ich glaube, die heißen anders. Das kann man ja alles sich überlegen, wie man das dann entsprechend machen möchte. Ja, aber in der Theorie, um das nochmal zu sagen, angenommen, du willst dir, einen 300-Euro-Schlafsack kaufen, Daune, 300 Euro leider realistisch, und ich krieg da dran 6%. 1% sind dann 3 Euro, dann sind 6% 18. Das ist ja schon mal Geld, ja? Nur weil du dir ohnehin einen neuen Schlafsack kaufen möchtest und dir einfällt, dass die 3%, die 6%, die der Ben da ja bekommen würde, was wäre, was du dem theoretisch gönnen würdest, habe ich schon 18 Euro, was extrem viel Geld ist, dafür kann ich Schnitzel essen gehen, ne? Habe ich dann schon verdient. Das ist irre. Einfach dieses Potenzial, diese Idee dahinter, diese Möglichkeit, dass sowas geht und das gefühlt jetzt erstmal niemand dabei zu Schaden kommt. Weder derjenige, der den Schlafsack kauft, der kriegt den ja trotzdem und hat trotzdem einen Schlafsack, noch ich, noch gefühlt irgendwer anders. Wo jetzt allerdings diese 18 Euro genau herkommen und ob Amazon ohne diesen Affiliate-Link-Gedönse, den es jetzt nun mal gibt, das ist nun mal so und in absehbarer Zeit wird es den wahrscheinlich immer noch geben, den Schlafsack 18 Euro billiger verkaufen könnte, ja, wahrscheinlich schon. Andererseits müssten sie dann vielleicht anderswo anders irgendwie Geld für Werbung ausgeben und durch diese Affiliate-Programm-Geschichte haben sie ja einfach einen Haufen Werbung, weil den Leuten da draußen, den Influencern, entsprechend dran gelegen ist natürlich, möglichst, dass viele Leute ihre Links nutzen und dann möglichst hochpreisigen Krempel kaufen, weil da kommt wirklich Kohle zusammen. Das ist Aua, dass das so ist und wieso das so ist und ich verstehe das auch einfach alles nicht. Aber im ersten Moment klingt das fast zu schön, um wahr zu sein. Zum Ausprobieren wäre es ja vielleicht eine Möglichkeit. Andererseits, wenn ich eben schön anti-aggressiv diesen Link ganz hinten in der Videobeschreibung vergrabe, könnte es auch passieren, dass das ohnehin kein Mensch interessiert. Und ich werde, wie gesagt, nicht nach jedem Video einen Werbeblock einschieben, was du jetzt alles tun kannst, um hier meinen Kanal zu unterstützen. Und ich tue auch nicht so, als ob es ohne die Unterstützung meinen Kanal nicht mehr gäbe. Das wäre nämlich gelogen.
ohne meine Patreon-Seite würde es meinen Kanal wirklich nicht mehr geben, weil ohne meine Patreon-Seite hätte ich viel weniger Zeit für den ganzen Waldkram. Ja, da müsste ich mir auch noch irgendeinen anderen, mindestens noch einen Nebenjob suchen, neben meiner selbstständigen Waldgeschichte. Dann würde es einfach schlicht und ergreifend nicht reichen, ohne noch was anderes nebenher zu machen. Und darunter würde dann als allererstes auch mein regulärer YouTube-Kanal mit Sicherheit leiden. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das ist aber unabhängig davon, ob ich jetzt hier noch ein paar Zusatzeinnahmen generiere oder halt eben nicht. So, also, jetzt wäre da diese lustige Umfrage anzumerken. Das ist eine Doodle-Umfrage. Doodle ist eigentlich für Terminfindung da und man kann es nur so über Umwege, aber ich mag Doodle einfach irgendwie, doodle.com, wenn wen das interessiert. Wie gesagt, eigentlich für Terminfindung, über Umwege kann man es auch für Umfragen nutzen. So, und da kommt ihr dann zu einer Tabelle, ja, da habt ihr Spalten und über den Spalten steht jeweils die entsprechende Kategorie. Ich glaube, das erste war, oh Gott, nein, verkauf deine Seele nicht an den Teufel, lass es sein. So, wenn ihr dieser Meinung seid, generell, also weder mit Amazon noch mit YouTube in irgendeiner Form bloß nichts zu tun haben, lasst den Quatsch, da bitte ankreuzen. So, das zweite wäre dann, dass man mit ganz milder, einem milden Amazon-Link hinten in der Videobeschreibung leben könnte, ohne dass der einen groß stört und das wäre in Ordnung. Ja, dann, wenn du das meinst, dann kannst du das anklicken. So, und das dritte war, glaube ich, irgendwie das auch offensivere Amazon-Werbung. Also wenn ich wirklich tatsächlich jetzt einen Schlafsack vorstelle und sage, den gibt's da bei Amazon, dann kannst du diesen Link verwenden oder auch nicht. Und das wirklich explizit nochmal sage und diesen Link weiter oben in der Videobeschreibung platziere, ob das für dich ein Problem wäre, würde mich dann auch nochmal interessieren. So, und dann geht's, glaube ich, weiter mit der Frage der YouTube-Werbung, ob ein kleiner Werbeclip am Anfang und am Ende vom Video akzeptabel wäre, ob du ohnehin einen Adblocker hast und dir das gerade scheißegal ist, ist mir auch vollkommen recht, absolut in Ordnung, ne? Kann ich auch dann gut verstehen. Und drittens, glaube ich wirklich, dann kam auch nochmal irgendwas im Sinne von, lass bloß den ganzen Scheiß sein, sonst bist du ein ganz, ganz furchtbar schuftiger Schuft oder irgendwie sowas. Das ist, klingt lustig, aber habe ich tatsächlich da eingefügt für die Leute, die es mir wirklich übel nehmen würden, wenn ich jetzt auch nur testhalber bei dem ganzen kapitalistischen Werbeapparat Scheißdreckszeug hier mich irgendwie beteilige. Ja? Also dann seid so gut und kreuzt mir das auch wirklich gerne an, wenn ihr echt sagt, da habe ich überhaupt keine Lust drauf und das finde ich dann total schlecht und du bist dann ein schlechter Mensch, wenn du da mitmachst. Ja, wenn du dem Druck des Geldes oder der Verlockung des Goldes oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, da tatsächlich nachgeben würdest. In dem Fall würde mich aber auch wirklich interessieren, das würde mich wirklich interessieren und das dürft ihr, das ist absolut okay, ja, ich kann damit leben, absolut. Ich wüsste nur wirklich auch gerne, da könnt ihr mir vielleicht einen regulären Kommentar auf YouTube entsprechend schreiben, wenn ihr Bock habt, warum tatsächlich bei einem ganz langen Video eine Werbung am Anfang euch schon zu viel ist und die Werbung hinten dran euch vielleicht auch noch irgendwie in irgendeiner Form stört. Die würden wahrscheinlich die meisten Leute eh nicht zu sehen bekommen. Ja, das würde mich dann wirklich interessieren, ob es dafür, für mich selber hätte ich auch einfach gerne mehr Argumente, um den Teil von mir, der ethisch-moralisch korrekt bleiben möchte, zu bekräftigen. Ja, da hätte ich dann einfach gerne ein paar Stimmen in diese Richtung, wenn das eben eurer Meinung entspricht. So, und dann gibt es, glaube ich, in der Tabelle noch die Frage, ob Currywurst oder Schnitzel. Deswegen sind Benche-Doodle-Tabellen immer so verwirrend, weil der immer irgendeinen Scheiß noch reinschreibt, der überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Möchtet ihr lieber Currywurst oder lieber Schnitzel? Lasst mich wissen, kreuzt es an oder auch nicht, ist mir scheißegal. Also immer ehrlich zu sein. Ja. Aber trotzdem hätten wir dann am Ende einen Sieger, ob nun Currywurst oder Schnitzel das ideale Kanalgericht an meinem Wald ist. So, Leute, ich hab's soweit.
Das war mir jetzt ein dringendes Anliegen und wer irgendwelche komplexeren Meinungen zu dem Thema hat oder ein sonstiges Bedürfnis dazu, einen Kommentar zu schreiben, bitte. Ja? Kommentare habe ich immer sehr gerne, aber in diesem Fall bitte. Bitte, bitte, bitte. Das würde mich brennend interessieren, wie da so die generelle Meinung ist. Gerade auch vielleicht von Leuten, die länger bei mir zugucken und schon häufiger Kommentare geschrieben haben, geht mal davon aus, dass ich mir irgendwann euch tatsächlich gemerkt habe. Bei ein paar trifft das durchaus zu. Gerade von euch würde mich das dann wirklich besonders interessieren. Gerne auch kritische Meinungen und ja, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wie viel bei diesen Affiliate-Links rumkommen würde. Ich habe keinen Schimmer. Sagen wir mal 50 Euro im Monat. Vielleicht. Vielleicht. Ja? Tun wir einfach mal so. Dann haben wir insgesamt 250. Aufs Jahr gerechnet ist das echt ein Batzen Geld. Das ist, da kann ich einen krassen Outdoor-Urlaub für machen. Ja, wenn ich es mir dann übers Jahr über anspare. Das ist halt wirklich, wirklich eine Summe, die kann ich beim besten Willen so völlig finanziell unabhängig und ethisch moralisch überlegen, bin ich wirklich nicht, dass ich diese Summe einfach ignorieren kann. Und in Anbetracht dessen, dass ja der Aufwand, um eben diese Summe möglicherweise zu bekommen, wirklich nur in der Quälerei von euch mit einer Werbung am Anfang von einem Video besteht, da frage ich mich halt wirklich, ob das zu viel verlangt ist. Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Aber das wüsste ich einfach gerne. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich bin gespannt. Tschüss.